Bewegung! Saubande! Frau Engel, was ist mit dem hier? Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann sicher schwer arbeiten. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandantin. Durch die Tür, Saubande! Vergiss nicht die Mission. Finde Seth Roth. Bis wir zählen. Einatmen. Wenige überleben lang. Ich bin nach Afrika gekämpft, habe sie eine Weile aufgehalten. Irgendwann waren sie zu stark. Nun versuche ich, am Leben zu bleiben, Tag für Tag. Ich suche einen Mann namens Seth Roth. Hab von ihm gehört. Soll hier länger als alle überlebt haben. Er ist im Block 4. Wenn du dahin willst, brauchst du die richtige Kleidung. Ruhe, verdammt! Such nach einem Gefangenen. Da drüben rechts. Er hat eine Block 4-Uniform an, heißt Milo. Hab gehört, seine Frau ist bei uns im Block. Vielleicht will er ja mit dir die Uniform tauschen. Aber du musst zuerst die Wachen ablenken. Danke. Du musst irgendwie die Wachen ablenken. Sie beobachten dich. Mach deine Maschinen kaputt, dann drehen die Wachen durch. Das ist die Möglichkeit, um sie loszuwerden. Maschinenfehlfunktion müssen wir kurzfristig. Milo. Milo. Ich weiß, wo deine Frau steckt. Was? Wer bist du? Ich bin im selben Block wie sie. Sicher? Sie ist nicht tot? Oh Gott, sie lebt. Wenn du die Uniform mit mir tauschst, kannst du es selbst rausfinden. Okay. Schnell. Nun, wie sieht es aus? Können wir ihn wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Wir brauchen hier unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, wir gehen was saufen. Ja, warum nicht? Aufgepasst, Gefangene! Die Fabrik ist für heute geschlossen!
Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote, Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blazkowicz, sei vorsichtig da draußen. Vorsichtig. Rotes Tor, gefallen. Aber von Orten wie diesem gehört. Es gibt unzählige davon im ganzen Land. Meine Tochter gesehen. Seth Roth? Sieh dir den Riesen an. So viele Muskeln, wie für den Kampf geschaffen. Sind Sie Seth Roth? Ich weiß nicht warum, aber Sie wissen, dass ich Seth Roth bin. Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Technologien des Regimes. Ich bin hier, um Sie zu retten. Sie sind hier, um mich zu retten? Das ist wundervoll. Er will mich retten. Ach so, dann retten Sie ihn und gehen Sie wie der Riese und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich habe geschworen, die Geheimnisse der Dirty Shoot nie zu verraten. Scheiß auf Ihren Schwur. Menschen sterben. Der Widerstand braucht sie. Also eine Art Handel. Meine persönliche Freiheit für die Geheimnisse, die ich zu hüten geschworen habe. Ich opfere meine Ehre auf dem Altar der Gerechtigkeit. Nun geben Sie mir einen Moment Bedenkzeit, Riese. Guten Abend, Gefangene. Hier spricht Lagerdirektorin. Hier ist mein Vorschlag. Erst helfen Sie mir, dieses Lager zu schließen. Dann werde ich Ihnen und Ihren Kameraden wahre Macht zeigen. Abgemacht. Ich habe da an etwas gearbeitet. Diese Maschine, sie wird von gestohlener Technologie der Dirty Shoot angetrieben. Ich kenne sie sehr gut. Nun hiermit, nicht so hinstarren, hiermit kann ich diese Maschine steuern, die Tore öffnen und alle Gefangenen befreien. Es fehlt nur ein einziges Teil. Und das wäre? Die Energiequelle. Also die Maschine, das heißt, ihre elektrischen Systeme laufen mit einer detronischen Batterie. Sie finden sie in der Reparaturwerkstatt im Kommandogebäude. Es liegt in einem anderen Block, Block 6. Schalten Sie die Sicherheitssysteme an den Ausgängen aus, dann können Sie es zu Block 6 schaffen. In den Wachunterkünften gibt es eine Steuereinheit. Sie kontrolliert die Sicherheitssysteme. Finden Sie einen Weg hinein. Lokalisieren Sie die Steuereinheit, schalten Sie die Systeme aus und kehren Sie zurück. Sie, Seth Frank. Sie sind ein kräftiger Mann. Und sind offensichtlich noch nicht so erschöpft. Habe sie mit Seth sprechen sehen. Es gibt da eine Wache in den Wachunterkünften, die sie das Messer nennen. Er ist unberechenbar. Er holt Gefangene zu sich und foltert sie. Oh, was für ein Gestank hier drin.
wohl, du könntest dich in mein Haus schleichen, was? Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Du erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertreten.
Das muss es sein. Die Steuereinheit für die Sicherheitssysteme. Na also, das war's. Sie haben das Richtige getan. Manchmal fällt es schwer, das zu sehen. Aber was Sie getan haben, war gut. Das weiß ich. Sie haben Glück, hier gelandet zu sein. Sie haben Glück, mir zu dienen. Ich bin hier. Manchmal muss man auf andere Weise Widerstand leisten als mit Gewalt. Die kleinste Veränderung der chemischen Zusammensetzung destabilisiert das Gemisch. Die Struktur erodiert, sie schimmelt. Ah, Sicherheitssystem? Erledigt. Wow, Riese. Wie heißen Sie eigentlich, Junge? Blaskovic. Blaskovic, ja, Blaskovic. Also, die Sicherheitssysteme sind ausgeschaltet. Sie können dieses Tor passieren und zurück durch die Fabrik und das blaue Tor zu Block 6 gehen, wo das Kommandogebäude liegt. Schleichen Sie rein und holen Sie die detronische Batterie. Bitte beeilen Sie sich, bevor jemand merkt, was Sie getan haben. Ich wünsche Ihnen Glück. Was meinen Sie? Viel Glück. Die Batterie muss hier irgendwo sein.
Hey, was machst du hier drin? Ich seh dich, du...
Sieh mal einer an. Die Priesterin des Todes. So stolz auf sich. Ein Saboteur! Doch woher kenne ich den bloß? Der kommt mir auch bekannt vor. Ja, der Nachtzug! Meine Güte, du hast recht. Seinem Abzeichen nach ist er Amerikaner und Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmieren Sie Herrn Faust! Dabei muss ich nicht zusehen, oder? Der Gestank dieses Ortes. Mach, was du willst. Was hast du dir dabei gedacht, du einfältiger Idiot? Weitermachen, Herr Faust! Batterie! Die Batterie! Haben Sie sie? Ja. Setzen Sie sich, großer Mann. Jetzt befreien wir die anderen. Verstanden? Wir gehen ins Lager, öffnen die Garage, dann klauen wir ein Fahrzeug und durchbrechen die Tore. Los!